Hallo, herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute behandeln wir mal ein Thema, wo ich durch eine Diskussion in den letzten Tagen darauf gekommen bin. Und zwar, ich habe mich mit einem Händlerkollege unterhalten und er sagte dann, wir haben uns unterhalten, Unterschied zwischen Straddles und Strangles. Und irgendwie sind wir dann auf die Frage gekommen, müssen Straddles eigentlich immer neutral sein? Und das klären wir jetzt mal hier heute im Video. Wir haben ja in diesem Kanal das Thema Straddles schon mal behandelt. Ne? Ich will es nochmal ganz kurz hier am Flipchart zeigen, was ist also der Unterschied zwischen einem Short Strangle und einem Short Straddle. Wir wissen ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben beispielsweise hier irgendeinen Preisverlauf, Aktie, Future, das spielt erstmal keine Rolle. Und wir sagen dann, okay, wir verkaufen einen Short Strangle, dann bedeutet das, dass wir mit der gleichen Laufzeit und an den gleichen Deltas einen Call und einen Put verkaufen. Das heißt, hier oben verkaufen wir eben einen Call und hier unten verkaufen wir einen Put. Wenn man sich jetzt das P&L-Diagramm anschauen würde, ja, das heißt ja, hier darf der Preis sich irgendwo bewegen bis zum Verfallstag und das P&L-Diagramm, das kennt ihr, das sieht dann so hier aus. Also wir haben dann hier irgendwo die Nulllinie, es gibt eine feste Prämie, die man einnimmt und dann gibt es hier eben diese Break-Even-Punkte. So, soweit, so gut. Was ist jetzt der Short Straddle? Bei einem Short Straddle, ich nehme extra mal eine andere Farbe, da ist das Ganze so, dass man sagt, okay, zumindest nach klassischer Lehrbuchmeinung, wir verkaufen direkt am Geld sowohl einen Call als auch einen Put. Und dann ergibt sich eben so eine Art Zelt. Das heißt, die Break-Even-Punkte sind in der Regel etwas näher am aktuellen Preis. Aber wir können natürlich, wenn er also jetzt hier relativ neutral weiterläuft, können wir eben mehr Geld verdienen als mit einem Short Strangle. Und deswegen bevorzugen viele Händler, gerade auch diejenigen, die Indexoptionen handeln, also jetzt DAX oder S&P oder sowas, die bevorzugen eben häufig auch Short Straddles. So, jetzt sehen wir ja aber schon, auch so wie ich es eingezeichnet habe, dass wir ja eigentlich versuchen, mit einem Short Strangle und einem Short Straddle immer so einen Markt abzubilden, der seitwärts läuft. Jetzt gibt es aber sehr, sehr häufig die Situation, dass man eben nicht die Erwartungshaltung hat, naja, jetzt ist es gleichlaufend, sondern man denkt, oh, jetzt geht es vielleicht eher ein bisschen tendenziell nach unten, es geht vielleicht ein bisschen tendenziell nach oben. Das heißt, man hat eine Marktmeinung. Und kann man die jetzt eigentlich auch mit so einem Straddle abbilden? Und wenn ich schon frage, ist die Antwort klar? Natürlich kann man das machen. Ne? Das Besondere bei dem Straddle ist ja hier, wenn wir den direkt am Geld machen würde, dass der Call eben optimalerweise ein Delta von 50 hätte und der Put ein Delta von minus 50, sodass der unterm Strich neutral wäre. Jetzt kann man das aber auch zielgerichtet machen und zwar, ich will euch das mal zeigen anhand einer bärischen Erwartungshaltung, wenn ich also denke, naja, ich glaube, dass der Preis etwas nach unten geht. Und zwar blende ich euch mal hier ein Bild ein. Dieses Bild ist ein Ausschnitt aus der Software Option View. Option View, das ist eine Software, mit der man Backtests machen kann, mit der man visualisieren kann, was man für Positionen hat. Und wenn man eben eine bärische Variante nutzen möchte, also man sagt, okay, ich erwarte, dass der Preis eher etwas nach unten läuft, dann kann man das eben machen, dass man sagt, okay, man verkauft einen Put out of the money, also du hast ja den Preis, der geht zum Beispiel jetzt so, und du denkst, dass er auch tendenziell so ein bisschen weit nach unten läuft. Und jetzt verkaufst du eben einen Put out of the money. Und du verkaufst zum Beispiel einen Call in the money. Also beispielsweise hier. So. Und wie ihr jetzt hier im zweiten Bild seht, verschiebt sich damit das Zelt, was ja vorher genau in der Mitte war, verschiebt sich jetzt in dem Falle nach links. Das heißt also, du läufst quasi, wenn der Preis weiter nach unten läuft, direkt in dieses Zelt hinein und könntest damit auch mehr Geld verdienen. Warum ist das so? Naja, wenn du eben hier einen Call in the money verkaufst und der Preis würde jetzt hier durchlaufen, was verliert dann dieser Call? Der würde natürlich dann inneren Wert verlieren. Ne? Der verliert inneren Wert, nicht nur Zeitwert, sondern auch inneren Wert. Und damit steigt natürlich der Gewinn sehr stark an. Das heißt, du könntest hier wesentlich mehr Geld verdienen. Und warum jetzt, ob man das jetzt wirklich Straddle dann noch nennt, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Vielleicht gibt es da sogar eine
Bezeichnung extra dafür. Wenn die euch einfällt oder wenn ihr die kennt, schreibt mir die mal in die Kommentare hinein. Und was sollte man dann aber, wenn man so eine Konstruktion macht, was sollte man dann machen? Naja, man sollte auch hier ein bisschen diese Puts und Calls ein wenig vom Delta her anpassen. Und zwar könnte man zum Beispiel sagen, ich verkaufe einen Call mit einem Delta von 70. Also das hier ist der Call, also in the money. Na, ihr wisst, jede Option, die ein Delta größer als 0,5 hat, muss in the money sein. Und ihr verkauft jetzt einen Put, zum Beispiel mit 0,30, also hier jetzt, das Minus gibt es natürlich nicht, 70 und 30, sodass das zusammen wieder 100 ergeben würde, ohne Beachtung des Vorzeichens. Ne? Das ist also auch eine gute Variante, was man machen kann, um einfach das Zelt, was man eben hat, zu verschieben. Entweder nach links oder nach rechts, je nachdem, ob man bullisch oder bärisch ist. Wenn man bullisch wäre, würde man das genau umgekehrt machen. Das heißt, man würde dann eben einen Put im Geld verkaufen und einen Call außerhalb des Geldes. So. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, warum mache ich denn das dann nicht? Ich könnte ja auch direkt einen Call verkaufen, einen In-the-Money-Call, ne? Das kann man ja auch machen. Der Vorteil ist einfach hier, dass man flexibler bleibt. Und dass man also, wenn man diese zwei Positionen im Markt hat und es läuft dann doch nicht so wie geplant, verdient der Put wieder ein bisschen mehr mit dazu, weil es ja wieder nach oben geht. Und gerade weil ja im Aktienmarkt die Puts oftmals teurer sind als die Calls, Stichwort Skew, ist das eine sehr, sehr interessante Variante. Aber, und das muss ich jetzt gleich dazu sagen, ihr merkt jetzt vielleicht schon, je nachdem, wie es euch selbst beim Betrachten dieses Videos geht, wenn ihr ganz am Anfang eurer Optionshändlerkarriere steht, dann ist das nichts für euch. Ne? Dann lasst das mal noch weg. Dann macht einfach Short Strangles, Iron Condors, Spreads, nackte Calls, nackte Puts, also die in Anführungszeichen simplen Sachen. Wenn ihr aber jemand seid, der vielleicht schon länger am Markt ist, der sagt, Mensch, ich will mal ein bisschen mehr variieren, ich will mal verschiedene Dinge noch ausprobieren, ne? Dann ist sowas hier natürlich eine wahnsinnig tolle Variante, weil gerade wenn ihr eine Software habt, testet das mal aus, ihr habt halt extrem viele Möglichkeiten, dann das Ganze durch Kombination mit weiteren Optionen, Long Puts, Long Calls, zu adjustieren, zu kombinieren und dann wirklich große Flächen aufzubauen, wohin sich der Preis bewegen kann. Und gerade wenn man eben so eine Situation hat, wo man sagt, naja, ich erwarte, dass der Preis jetzt vielleicht ein bisschen nachgibt, mal so 5-10% und jetzt nicht gleich hier ins Bodenlose fällt, dann ist das eine super Variante, wo man eben Geld verdienen kann, ohne dass man einfach nur auf die naheliegendste Idee kommt, na, ich verkaufe mal einen Call, was ja gerade im Aktienmarkt immer ein bisschen schwieriger ist. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr zu dieser Idee sagt. Aber ihr sagt, ja, das könnte eine interessante Sache sein. Oder sagt, ah, viel zu kompliziert, ist nichts für mich. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare hinein. Vielleicht habt ihr das selbst auch schon gemacht. Vielleicht kennt ihr das auch von anderen. Habt selbst schon mal mit anderen Dingen kombiniert. Und all das, was euch dazu interessiert, was euch einfällt, schreibt mir das ganz einfach bitte in die Kommentare hinein. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg beim Handel mit Optionen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.